Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und wir schlüpfen heute in die Rolle des Goliath in Evolve. Es ist endlich rausgekommen und ich kann es kaum erwarten, hier endlich einzusteigen, denn es wurde im Vorfeld schon wirklich so viel über das Spiel berichtet. Ich bin einfach nur richtig, richtig begeistert. Und wenn euch das Let's Play und das Video gefällt, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Danke für euren Support. Schauen wir mal. Das Spiel sieht wirklich fantastisch aus. Ist unglaublich. Okay, klettern, halten, ab zum Wegpunkt. Sieht so unglaublich aus. Jo! Auch mit dir! Wunderbar! Was fiehe ich denn überhaupt hin? Ich soll nur klettern. Jetzt ein Weitsprung. Aha. Wuhu! Boah, das Viech geht ab. Das sieht so dermaßen genial aus auch. Ich bin gespannt, wann wir anfangen, die ganzen Viecher zu killen. Okay, Geruchssinn. Ah, ich kann feindliche Gegner orten. Nahkampfangriffe. Fick, schluck. Meine Faust. Oh ja, fressen wir. Vielleicht bekommen wir mehr Panzerung, werden stärker. Das lohnt sich extrem. Oh, ich soll jeden fressen. Okay. Ja, 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 ja. Oh, total zerfetzt. Noch ein? Ich glaube, das war's. Jetzt bin ich noch nie weiter. Ich hab doch jeden gefressen. Anscheinend. Ah, deine Ecke. Schleichen kann ich auch. Ui, 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 ui. Ein Schleichangriff von hinten. Das kleine Viech. Mit einem Haps im Mund. Okay, das waren noch nicht alle Schleichangriffe. Ein bisschen merkwürdig aus. Ich hätte es am besten gefunden, wenn er den so hoch nimmt und mit einem Hubs verschlingt. Aber hey, wir sind fast komplett abgegradet. Oh, Arschvögel. Die Viecher, die hier alle platt kloppen. Boah, ich bin ganz schön am Leuchten. Nächste Entwicklungsstufe gewendet. Ich kann sogar Bäume ausreißen. Ich glaube, ich entwickle mich. Oder? Was? Entwickeln. Bin hier dabei. Was für ein widerliches Viech. Okay, wo wollen wir Punkte drauf vergeben? Schauen wir mal. Ich würde spontan mal sagen, Felswurf. Der Schmettersprung ist auch sehr geil. Oh, Ram kann aber auch gut sein. Ich nehme Ram. Dann haben wir Ram auf Stufe 3 schon. Das ist cool. Und... Na, ich bin so mehr für Nahkampfangriffe. Sehr schön. Genau so. Boom. Absolut keine Chance. Oh, Harpunenfall. Ich höre mir. Weiter, 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 weiter. Oh, die halten mich ja immer noch fest an der Seite. Gibt's doch nicht. Kleine mickrige Soldaten. Ah, oh, das wird gut. Noch mehr Feuer. Oh, leider gegen den Berg. Egal. Mama, was mit dir?
Feueratem! Jawoll. Feueratem ist jetzt. Felswurf. Na, ah, geht doch nicht hoch. Oh, der ist ziemlich stark, der Felswurf. Gar nicht mal so schlecht. Auf zum Deko. Alles vernichtet. Oh, so ein Felswurf ist ja nett. Ich finde den Feueratem gar nicht so stark. Aber der grillt hier gut. Boah, vernichtet. Oh, noch nicht ganz. Oh, wie wär's mit Rammen? Einfach überlaufen. Hier haben wir keine Chance. Töte Elite-Kreuzschnabel-Faultier. Warum nicht? Schmetterattacke und Felswurf. Und das war's. Ja, easy. Ja, hier lang. Siegel ist jetzt zu besiegen. Oh mein Gott, die legen aber ganz schön los. Der Felswurf. Und der Action und Stop. Scheiße, meine Güte. Boah, ich hab alles auf die, was ich habe. Du nimmst gar nichts. Du bist verletzt und getötet. Da hoch. Und runter. Ist nicht Maggie. Wie, du willst dich ein. Oh shit. Alter, war ganz schön gut. Boom. Nur noch Maggie. Na und wie? Boom, das Monster hat gefunden, die Neger. Die Jäger vernichtet. Neger. Natürlich die Jäger. Schließe das Tutorial ab. Ah, es gibt sogar coole Medaillen. Finde ich gar nicht mal so übel. Genauso muss das sein. Soweit so gut. Okay. Haben wir. Nächstes Tutorial. Schön, dass wir so einen kleinen Einstieg haben. Gefällt mir gut. Markov gehört zur Assault-Klasse. Er macht den Schaden. Nutze das Blitzgewehr, um richtig auszuteilen. Die Blitze können auch auf nahestehende Gegner überspringen. Blitzminen eignen sich gut für Hinterhalte und den Nahkampf. Es dauert jedoch einige Sekunden, bis sie scharf sind. Das Sturmgewehr ist auf große Entfernung sehr effektiv.
Mit dem persönlichen Schild kannst du als Assault länger im Kampf bleiben. Warte, bis dich das Monster angreift und aktiviere ihn dann, um kurzzeitig unverwundbar zu werden. Ihr müsst Hank finden. Ich werde Hank finden. Ich hole Val und Maggie, dann komme ich mit dem Schiff. Und ich werde Hank finden. Er hat gut gekämpft, allein gegen das Monster. Er hat sich seine Rettung redlich verdient. Und danach trinken wir eine ganze Flasche Wodka. Wuhu, okay, Monster. Wegpunkt. Das Jetpack funktioniert klasse. Sag Abraham Danke von mir. Das kannst du ihm selbst sagen, sobald du da raus bist. Oh, das hält einen richtig, richtig lange in der Luft. Das finde ich auch mal richtig genial. Ist gut, dieses Rank Raja Jetpack. Die Pitre-Modelle sind zu schwach. Das hat Hyde auch gesagt. Allerdings hat er sich etwas schillernder ausgedrückt. Ah, zur Seite dashen. Genial. Nach rechts. Nach hinten. Na komm, nach hinten. Der will ihn nach hinten ausweichen. Behalte deinen Vorrat im Auge, okay. Deswegen. Wir können das ja nicht ewig machen. Vorne dashen, alles möglich. Oh mein Gott, das Spiel sieht so genial aus. Ich will unbedingt in Multiplayer-Schlachten gehen. Und wenn ihr Bock habt, mit mir zu spielen, einfach die Steam-ID unten drin lassen. Und wenn ich online gehe, schreibe ich euch an, falls ihr online seid. Und wir können ein paar Runden Evolve spielen. Warum nicht? Richtig genial eigentlich. Nein! Ah, es reicht tatsächlich das noch. Das sind Mammutvögel. Ihr müsst sie nicht töten. Die sind eigentlich harmlos. Eigentlich. Ich will dem Monster keine Nahrung hinterlassen. Das ist eine gute Idee. Sehr gute Idee. Das Viech braucht keine Nahrung. Null Problem. Oh! Das hat Marco. Oh, ich Gas geben, komm. Mehr als ausreichend. Kann ich mal so schlecht. Deine Welt ist zu hart. Aber Schier ist jetzt Markovs Welt. Und wir haben Hank gefunden. Wo sind die anderen? Ich bringe sie gerade zu euch. Ich sende euch durch die Koordinaten. Oh Mann, mit dem Monster kommen wir allein nicht klar. Das kann ich dir sagen. Du hast die Beste gesehen, die wir töten sollen. Ja, und eins sage ich dir, Bruder. Sie ist groß und verdammt sauer. Genau wie ich. Ja, irgendwie wusste ich, dass du das sagen würdest. Oh, da ist die Bestie. Oh Gott, oh Gott. Ich brauch sowas von Hilfe, ich wurde gefressen. Alter. Unbedingt mein Schild. Ein Albino. Wir sollten ihn besser töten, sonst erwischt ihn noch das Monster. Besser töten, besser vernichten. Aber hey, das Monster kann eigentlich auch noch fressen. Seine, wir lösen die auf. Ich setze jetzt Will und Maggie ab. Na, dann wollen wir mal runter. Wuhu! Bremst den Fall ein bisschen, aber ich glaube, das geht automatisch. Wir sind da. Na, Jungs, habt ihr uns vermisst? Das haben wir, Valerie. Kein Mann mit Verstand würde ohne dich das Monster bekämpfen. Das stimmt. Oh, ich wette, das sagst du zu allen Mädchen. Tue ich nicht. Das war so, nicht so. Wenn ihr das mal den Spuren folgt. Lass uns einfach das Monster finden.
Monster muss vernichtet werden.